choice, go fight against your fate. So, Leute, mal eine kleine spontane Szene hier, die ich hier kurz aufnehme. Und zwar, wir schreiben heute den 29. Mai, meine. Und die jetzige Gacha ist nur noch 11 Stunden verfügbar, ne? Und warum sage ich das? Ich glaube, ich gebe euch gleich noch ein bisschen mehr Informationen darüber, wenn die Aufnahmen starten, ne? Aber ja, die nächste Gacha wurde schon angekündigt, ne? Kann man sich ja angucken irgendwo, wenn ich mich nicht irre, ne? Und ja, da ist die nächste Gacha, ne? Butel und Fushuan habe ich schon, deswegen Butel, ne? Höhere Priorität. Keine Ahnung, die Charaktere habe ich alle schon maximiert. Von daher weiß ich nicht, für ihn werde ich auch nicht so viel ausgeben, weil ich für Glühwürmchen sparen werde, ne? Also weiß ich nicht, wie mir diese Gacha gefällt. Hier sind alles Charaktere, die ich nicht benutze und die ich schon maximiert habe. Deswegen ist er wortwörtlich der einzige Grund, warum ich die Gacha spielen sollte, ne? Was mir irgendwie nicht so gefällt, ne? Und ja, wie gesagt, in 11 Stunden ist diese Gacha vorbei. Wir haben gerade 1:30 morgens, perfekte Zeit, ne, um ein bisschen Gacha zu spielen. Der Grund, warum ich noch einmal spielen will, ist einfach nur, weil ich hier ein paar Punkte ja noch ansammeln will. Mir fehlt noch ein so ein Ticket hier, dass ich mir diesen Monat hier holen kann, ne? Und keine Ahnung, weil ich halt irgendwie die jetzige Gacha irgendwie interessanter finde als die nächste. Ich könnte ja die Waffen Gacha versuchen, ne? Ist ja auch eine Idee eigentlich, ne? Aber ich hätte schon mehr lieber die 4-Sterne Charaktere anstatt hier irgendwas. Außerdem will ich hier Punkte ansammeln. Bin mir nicht sicher. Ist sie gut? Ich weiß es nicht. Ich habe schon gesagt, die Energieleistungsrate ist Trias um 3% bis zu. Weiß nicht. Ich glaube, für sie brauche ich eher der bessere, weil sie nicht so gut hat, ne? Ich weiß es nicht. Ich will auf jeden Fall einmal noch hier Gacha spielen, damit ich mir das letzte Ticket noch holen kann, bevor der Monat hier vorbei ist, ne? Und ja, wie gesagt, ich gehe einfach hier rein erstmal. Ich will die 4-Sterne Charaktere lieber haben, ne? Gucken wir mal. Geh mal einfach mal rein. Ich bin bei 1 Pity. Also wenn ich jetzt noch mal einen Charakter bekomme, dann weiß ich auch nicht, ne? Dann ist mein Glück irgendwie unmöglich. Nur von wem will ich die Gacha hier spielen, kurz? Von Topaz oder von... Für den sehr unwahrscheinlichen Fall, dass ich die bekommen werde. Schade für voll lange. Ich glaube, ich hätte eher Topaz hier, das Eidlon, ne? Was macht das hier? Und sehr für die Widerstand aller Typen für alle verbindet um 24% erhöht. Das ist ehrlich gesagt auch nicht schlecht. Ja gut, machen wir noch einmal. Ich muss noch einmal die Gacha spielen, dann kriege ich genug Punkte. Und ein bisschen hier ansammeln. Also gehen wir noch mal hier rein, ne? Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich sie noch mal bekomme, ne? Also ja, gut. 3, 2, 1, los geht's. Wenn man ja nicht alles macht, voraus zu planen, ne? So, 4-Sterne Charakter mindestens, was für mich okay ist. So, hey, sie bin ich gerade am hochtrainieren. Ausgezeichnet. Ja, weil die nächste Gacha interessiert mich halt nicht, außer Butel, ne? Die ganzen 4-Sterne Charaktere habe ich alle schon. Deswegen war diese ja noch ein bisschen angenehmer. So, mehr kriege ich auch nicht. Doch. Eine kriege ich auch noch mal. Ich glaube, sie habe ich jetzt auch maximiert. Diese hat sich doch schon viel besser gelohnt. So, und der Grund, warum ich das gemacht habe, ist, damit ich für diesen Monat hier das Ticket auch noch holen kann. So. Damit er nicht verschwendet wird, ne? So. Ja, da könnte ich mir ehrlich gesagt auch noch holen, aber ne. Lassen wir erstmal, was soll ich mir tun? Ich weiß es nicht, überlege ich mir noch. So, können wir uns mal die beiden Charaktere an, die wir jetzt noch bekommen haben. Hanja bin ich auch gerade am trainieren, weil ich habe alle Charaktere, die ich trainieren will,
Sie bekommt mehr oder weniger jetzt alle Erfahrungspunkte erstmal, die ich jetzt noch übrig habe. So, perfekt, guck mal hier. Die Chance der Jungen des Talents wird um zusätzliche 10% erhöht. Gut, habe ich noch einen Charakter hier maximiert. Ausgezeichnet. Dann haben wir Shuyi. Sie bekommt, glaube ich, jetzt hier ihre Dinger hoch, ne? Ne. 2 Runden um 40%. Immer wieder gut. Gut. Oh, das ist ein cooles Bild. Alles klar. Finde ich irgendwie besser so, ne? Gut. Gut, dann sehen wir uns dann, wenn die Aufnahme weitergeht, welche wahrscheinlich in ein paar Tagen hier von jetzt an ja aufgenommen wird, anstatt heute. Weil wir haben 1:30 morgens und ja. Das ist sehr spät, okay? Gut. Jedenfalls sehen wir uns dann im offiziellen Part, ne? Also bis gleich. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Honkai Star Rail. Puff. So, step on me, ne? Ich weiß, einige Leute stehen auf sowas, ne? Gut. Ja, wir sind hier zurück in Honkai Star Rail. Wir sind in Pinakuni immer noch. Ja, es hört einfach nicht auf, ne? Und ja, wir machen hier weiter in der Story. Wir haben in der letzten Folge hier dieses Gebiet gemacht, ne, mit Hanu. Ich weiß irgendwie nicht, wie man da hinkommt, ne? Da ist noch irgendwie so ein Puzzle, das ich nicht erreichen kann, ne? Da ist eine Tür, ich glaube aber, die kann man erst von der anderen Seite aufmachen, ne? Ne, kann momentan nicht öffnen. Ich habe einen Vogel dahinter gehört. Was ist das für ein Geräusch? Weiß nicht. So, bevor ich hier das hier hochgeladen habe, habe ich hier noch so einen kleinen Clip hier hochgeladen, wo ich doch einmal die Gacha gespielt habe, ne? Wir schreiben jetzt, weiß nicht, 17 Stunden später und die Gacha sieht jetzt so aus, ne? Butel ist da, ne? Einsamer Stern im Staub, nur 19 Tage, okay? Und ja, wir sind bis zu einem bestimmten Punkt nur daran interessiert, den zu pullen. Ich habe schon vorhin erklärt, die 4-Sterne-Charaktere sind leider nicht so dolle. Deswegen habe ich die letzte Gacha auch noch mal gemacht, weil da die, weil da ist die Sache immer, ne? Wenn irgendwie der 5-Sterne-Charakter, den man pullen will, nicht so interessant ist, dann kann man immer noch sich darüber überzeugen, die Gacha zu spielen, um die 4-Sterne-Charaktere zu holen, ne? Um die weiter auszubauen, ne? So, das Problem ist, ich glaube, diese Konstellation von Charakteren kam auch schon dutzende Male, ne? Alle drei von diesen Charakteren benutze ich, doch Pella benutze ich, ne? Hook habe ich schon komplett. Luca habe ich schon komplett. Pella habe ich komplett, aber noch nicht vollkommen ausgebaut. Ich will sie ehrlich gesagt noch benutzen, weil ich habe gehört, sie soll ziemlich gut sein. Ich habe schon hier alles fast fertig. Ich wollte nur passende Relikte, aber das ist immer nervigste zu farmen. Also ja. Und ja, deswegen habe ich die. Deswegen ist, weiß nicht, der einzige Grund jetzt ihn nur noch hier die Gacha zu spielen, wäre ihn ja zu holen, ne? Und ja, ich habe ja die Rechnung gemacht, ich brauche so 28.000, ich glaube 28.800 oder 28.000, ne? Tickets, um zu garantieren, im Falle, dass alles drunter und drüber geht, einen Charakter zu bekommen. Ich weiß, Glühwürmchen kommt nach dieser Gacha und ich muss sehr, sehr sicherstellen, dass ich genug Punkte habe, damit ich sie holen kann, ne? Aber ich werde wahrscheinlich hier ein paar Mal die Gacha auch noch spielen. Ne? Solange ich noch 28.000 Punkte immer übrig habe, ist das ja eigentlich nicht schlecht. So. Ich weiß noch nicht, ob ich die Gacha spiele. Ne? Ich werde erstmal wahrscheinlich warten. So. Der Grund, warum ich die Gacha gespielt habe, ist, weil ich hier, hier wird jeden Monat irgendwie, gibt es hier so ein Angebot, dass man sich hier so Tickets holen kann. Und oben rechts ist die Währung. Ich habe nur 30. Und die kriegt man immer nur, wenn man die Gacha spielt. Ne? Und das heißt, ich musste sozusagen die Gacha spielen, um das letzte Ticket hier noch zu holen, ne? Und das war eigentlich der einzige Grund, warum ich das noch gemacht habe, bevor der Monat endet, ne? So. Dann brauche ich aber wieder neue Punkte. So, ich habe eigentlich noch genug Sachen, ne? Ich habe noch hier diese Dinger. Das ist auch so ein Shop hier, da kann man auch noch Punkte eintauschen. Da kann ich mir auch noch 30 Tickets holen. Aber ich will schon lange irgendwie diesen Lichtkegel hier haben für Clara. Also die Lichtkegel sind ja die Waffen hier in diesem Spiel, mehr oder weniger, ne? Aber er kostet 600 und ich habe 616.
deswegen weiß ich nicht. Na, gucken wir mal, wie das hier so abläuft, ne? Ich bin ein bisschen knausrig hier. Ich bin free to play, also ich muss immer vorausplanen alles in diesem Spiel, ne? Ich tue nicht mein Geldbeutel hier auf das Spiel werfen, so einige wie einige andere Leute, ne? So, wir rocken dieses Team ja gerade, ne? Topaz, Clara und Sparkle und Huho, ne? Ziemlich rot orientiertes Team, merke ich gerade. In der letzten Folge haben wir hier mit Hanu hier diese ganzen Nebengrätsel hier gemacht, ne? Das Gebiet ist noch ehrlich gesagt voll wenig erkundet, aber irgendwie ist hier nicht mehr zu bieten gerade. Also ich weiß nicht, was das bedeutet. Wird schon gut gehen. So, wir haben beim letzten Mal gehört, es kommt hier vielleicht zu einem Kampf gegen jemanden mit roten Haaren, ne? Es gibt einen Charakter mit roten Haaren in diesem Spiel, gegen den man auch schon kämpfen musste. Feindliche Geschöpfe, ne? Kann man da hier nachgucken? Müsste eigentlich hier irgendwo sein. Ich glaube, ich gegen das Viech habe ich mal im Dings hier gekämpft, oder? Oder nicht? Ich habe gesehen, hier in diesen Spiral Abyss von diesem Spiel gibt es schon wieder neue Gegner. Deswegen habe ich das noch nicht gemacht, um mich nicht zu spoilern von neuen Gegnern und so, ne? So, wo sind hier? Ja, Agentia ist er, genau. Ich glaube, er wird derjenige sein, gegen den wir gleich kämpfen, ne? Da steht sogar normal, also physisch, das hat graue Feuer und Eis, ne? Deswegen habe ich mein Team auch so geändert, ne? Um auf seine Schwäche hier abzuzielen, ne? Und ja, so wie ich das verstanden habe, kommt es jetzt zum Kampf gegen den, falls es er ist, ne? Jemand mit roten Haaren, das ist die einzige Person, die mir gerade einfällt, ne? Weiß man nicht, was der hier macht, aber ja, gucken wir mal. Und hoffentlich habe ich recht und wir kämpfen gegen den, und wenn ja, dann habe ich ein gutes Team, ne? Also los geht's. Guck mal, was jetzt hier passiert. Wir sind in der dritten Runde. Ich kann immer noch irgendwas auswählen. What? Sowas da, Showdown Arena 1. What? Ja, was ist jetzt was? Eins oder zwei? Eins. So, ist er da schon? Ich glaube, das ist er, ne? Oder ist er Luca? Könnte auch Luca sein, ne? Ne, das ist Agenti. Ein Vogel. So, warte mal, bevor wir da reingehen. Ich weiß irgendwie nicht, man hat den irgendwie während der Story getroffen, glaube ich, aber ich weiß nicht, ob das irgendwie ein das habe ich genau gesehen, ob das eine Story Mission war oder irgendwie so eine Companion Mission. Ich glaube, da war eine Companion Mission sogar, ne, wo man den getroffen hat. Der ist dann irgendwie im Zug aufgetaucht, hat uns irgendwie bekämpft. Piep, mein grauer Freund, es ist wirklich eine Ehre, dich kennenzulernen. Ich habe mir die Sterne am Himmel kommen an deinen Heldenmut heran, Piep. Das Zusammenstehen, um jeden Stein und jeden Ast in Traumstein zu verteidigen. Und natürlich das Seelfroh, Piep. Es hat sogar die gleiche Farbe. Oh, ich bin ein Ritter unter den Vögelchen, die mächtigen Meisterschaftsanwärterin, Piep. Bis dahin, ich muss das Eis Seelfroh verteidigen, sonst schnappen sich die anderen Vögelchen später alles, Piep. So, jetzt habe ich 10, ne? Jetzt kann ich mir eine Belohnung abholen. So. Ich weiß nicht, ob denen seine Mission irgendwie eine Companion Mission war oder dann eine Story Mission war. Das kam mir irgendwie mehr so wie eine Companion Mission vor, deswegen weiß ich nicht, ob unsere Charaktere den eigentlich schon getroffen haben. Aber gehen wir mal da rein. So, ich hoffe, die Dinger bleiben noch, bis der Kampf beginnt. Topaz Dingen hier tut nicht ablaufen, aber Sparkle. Naja, den sein ganzes Gimmick ist es. Der mag Schönheit. Er ist irgendwie ein Ritter der Schönheit oder so, was auch irgendwie eine Fraktion in diesem Spiel ist. Ja. Hm.
Der rothaarige Teilnehmer warst also du. Okay. Ich meine, sein Kampf war ein bisschen nervig. Ja, wir sind hier in der Story, von daher. Story-Bosse in der Story sind normalerweise ein bisschen einfacher. Im Vergleich zu, keine Ahnung, der simulierte Universum oder den Endgame-Modus hier im Zug. ドアフラビットの機構パイロット、ホーロー Ich bin gerade dabei, die Welt zu retten. Würdest du uns bitte durchlassen? Ja. Boah, der Hintergrund. Boah. Zum Weg zu gehen. Den Kampf zu vermeiden. Wir müssen das Zellraum auf Pinakuni versiegeln. そうなの。この華やかに見える美しい夢は、性格と無数の人の犠牲の上に築かれているの。おお、それほどまでに恐ろしいことが。しかし、今のピノコギには性格による汚染の痕跡は全く見当たりません。ファミリーにしても Weich wunderschön, wenn du mir glaubst. Vertraust du deinen guten Freund denn nicht etwa? Event oder so, oder so wie ein Genshin ist, oder so wie ein One Piece, du kriegst irgendwie so einen kleinen Text irgendwie, der beschreibt, wer dieser Charakter ist, falls man ihn noch nicht getroffen hat. Aber irgendwie trifft man hier jeden Charakter in diesem Spiel in der Story. Aber ich sorge Gefühl. Bei Genshin gibt es einige Charaktere, die triffst du, die hast du noch nie in der Story getroffen, die sind. Da musst du erst deren Quest da spielen. Aber die Charaktere, jedes Mal, wenn die auftauchen, begrüßen die so, als würden die kennen. Okay. So, der Typ tut so Dinger hier beschwören. So ein cooles Kampfthema. Ich brauche Claire, kommt aber ne, Claire kommt nicht dran. Ja, das Kampfthema habe ich auch manchmal. Ah, oh, Sparkles Ding ist abgelaufen hier, weil ich vom Kampf aktiviert habe. Ah, dann machen wir mal den hier. Dusch. So, einmal schießen. Sommer, ja, Zeitlupe. Für mich ist das, als würde ich Zeitlupe spielen. Das Spiel ist immer so langsam, wenn es nicht vorgespult ist, ne? Das ist schon irgendwie unnatürlich. So, wenn ich mich nicht irre. Wenn man eins von diesen Dingern kaputt macht, ich glaube, eins tut irgendwie den Stärken, eins tut den Schaden machen. Oder uns Schaden machen. Oh Gott.
Das ist eine Ultimate. Und ja, er ist auch ein spielbarer Charakter übrigens. Also er ist ein spielbarer Charakter, aber er ist auch ein Boss in diesem Spiel. So, wir nehmen, also kommen eigentlich schon relativ nah dran. Mal vorstellen, wer mein Zug ist. Aber ja, genau, der bufft. Das Ding bufft uns, wenn wir die kaputt machen. Ich fand den voll schwer, als ich den damals zum ersten Mal bekämpft habe. Aber ich glaube, meine Charaktere sind alle schon stark genug. So. Sehr, sehr noch easy. Spawnt er wieder die beiden Dinger. Was ist Wagen? Ja, doch, ganz schön viel Schaden, der Typ. Jetzt kommt er mit vier Dingern. Ich tue mich mal zur Sicherheit heilen. Ein paar AP, die mir fehlen. Was hat der ein Schild? Mann. Er macht schon Schaden, wenn er mich trifft. Er macht aber nicht andere neue Angriffe, ne? Ich will halt nicht vorspulen irgendwie, um den seine Angriffe so ein bisschen zu zeigen. So. Sparkle bin ich übrigens gerade dabei, hier ihre ganzen Klamotten hier aufs Maximum zu bringen. Ihre ganzen Fähigkeiten. Ich habe schon ihren Skill, glaube ich, auf Maximum jetzt auch gebracht. Und ihr Talent. Fehlt eigentlich nur noch ihre Ultimate. Schon lange her, dass ich einen Charakter komplett maximiert habe, weil diese und auch immer so Dinger, die man irgendwie ja durch Events immer normalerweise nur bekommt oder durch andere Möglichkeiten, die sind halt ein bisschen selten. Deswegen muss man sich da gut überlegen, wie man immer das gibt. Oh Gott, so war's. Oh Gott. Du passt nimmt dir eine Menge Schaden. Ja, nur 2900 HP. Clara einmal. Aber den hier. Ah, sie kann alle brechen. Sehr gut. Sehr gut. Na gut, jetzt, wenn man die Gegner, diese kleinen Dinger erlegt, dann nimmt er auch Schaden. Mein Gott, das lief mal so viel schwieriger. Jawohl. Ach, ja, schon erledigt. Oh, sehr gut. Okay, ich glaube, da war's. Boah, fünf Schweinchen erledigt. Mein Gott, das ist so ein Unterschied im Vergleich zu so ein simulierte Universum und hier die ganzen Endgame-Modi in diesem Spiel. Aber ich habe auch ein sehr starkes Team und ich habe mich auch extra für den vorbereitet. Also ich glaube, da war ein bisschen unfair. Weil ich hatte nur so irgendwie in Erinnerung, ja, jetzt schwach gegen physisch und Feuer. Da habe ich mich extra irgendwie auch umgeändert hier mit meinem Team.
Sein Design erinnert mich an irgendwas, aber an irgendjemanden, aber ich weiß nicht mehr was. Damals hat mich das irgendwie an irgendjemanden an ihn erinnert, aber ich weiß nicht mehr wer. Die Kamera ist hier. Sie redet die ganze Zeit so ängstlich. Ich weiß, ich sag die ganze Zeit, aber irgendwie, weil ich kann Schwert war vorher nicht so. So. Siegel der bewahrte Rechtigkeit auf Pinakuni. Ich habe so das Gefühl, man hätte so oder so gegen ihn kämpfen müssen, ne, egal welchen Weg man gewählt hätte. Ne? So, drei Dinger sind ja noch übrig, also drei dicke Missionen fehlen ja noch, glaube ich, oder drei Achievements. Okay. Dann aber weiter. Du bist tot. Verwirrung. Du bist tot. Zerbrochene Träume. Du bist tot. Also wäre fertig mit dieser Prüfung. Pfad des Superstars. Ja, die anderen Wege auch noch mal abgehen, falls das überhaupt möglich ist. Aber ja, ne? Wow. Wow. Ihr seid jetzt seelfroh. Ich wollte schon sagen, ich hör schon. Oh, da ist der Champion. Herzlichen Glückwunsch, Piep. Ich werde ein Geheimnis fahren. Sogar der unbesiegbare Boss Rot ist in die Champion geworden. Rot ist mein Bruder. Ich schätze, ob Vogel oder Menschen erkennen sich wahrscheinlich gegenseitig an. Und da ich dich kenne, heißt das, dass ich bin auch ein Vogel. Oh mein Gott. Welche ein Stroke bekommen wir? Ja? Schlaganfall. Bis dann, falls du im Wettbewerb gewinnst, denk dran, es deinen Freunden zu erzählen. Piep. Ja, wow, so viele Sachen. Yay. Boah, deine Superstars. Sehr nice. Irgendwie wird aber nur ich da abgebildet auf den Dingern da links und rechts. Okay, und nun Interview. 今回の調和セレモニーでスター・オブ・ザ・フェスティバルになったようですね。おめでとうございます。大劇場に入る前に Hört sich an wie Aventurin. Sonntag. Ich habe kein Geschick dafür, Stimmen zu erkennen. ja, ne, was macht er hier? Was machst du hier? 以前約束したように私ロビン そしてベルトさんは夢のあるじと話し合い、ピノコニーと性格の真実について共通の認識に達しました。ベルトさんトラウマを抱えているね。私とオークケ一同は皆さんの要求には。ちょっとですブーゼ。予想通りだね。ピノコニーには改革が必要。え、そう、アンチが格闘のに、アンが決定。ワンフル、アンカーティアにピナコニー。 宴の星を混乱と無秩序、弱肉強食の夢追いの地に戻そうとするなど、ありえないことです。ここまで難関を切り抜けてきたあなたなら、多少なりとも、かの時代の縮図を感じたことでしょう。弱者は容赦なく淘汰され、平等は存在しない。残酷な競争の中で、
人々は明日が見えない状況に追い込まれ、苦しい日々を送っていました。最終的に成功を収められるのは、あなたたちのような英雄だけなのです。聞かせてください。もしあなたが性格から特別な身分を与えられていない、ただの脆弱な一般人の一人に過ぎなかったとしたら、どちらのピノコニーの方がいいと思いますか？適者生存の荒野、それとも誰もが幸せに暮らせる美しい夢の楽園。Keine Ahnung, warum fragst du mich das? そんなの重要じゃないでしょ？この人に振り回されちゃダメ。サンデーさん、オーク家の人たちが性格に関する措置に完全には同意できないとしても、今はピノコニーの過去や未来について弁舌を振るっている場合じゃないんじゃない？性格の問題はピノコニーの全ての人の生死に関わるの。もしそちらにもっといい提案があるなら、私たちは喜んで聞くわ。だからその話し合いの一部始終を詳しく教えて。Ja, die Kameras alle laufen. Wir haben Berta und Robin, was ist passiert, dass sie nicht nach dem Versprechen gekommen sind, wissen Sie? Navigator, ich war auch so. Alle haben sich getroffen, also erkläre ich das Verhandeln über die Entscheidung. Wir haben unsere Wünsche und Entscheidungen, unsere Wünsche und Entscheidungen. Und 私たちが進むべき唯一の道についても。Währenddessen、boah. つまり、長年にわたり、私たちが世の人々を幸せにするために開催していた調和セレモニーを。Ja, diesmal bist du nicht hier als kleiner Junge unterwegs. Hi, Chowa Ceremonie, die Hajimari, Sekakno Chikaraga, Utagoe Totomoni, Pinokoni, Zentaini Hiromareba, Yumeno Nakanir, Sibeteno Hitobitova, Yumekara Samerkotoga Dekinakanarimas. Ja, da ist das, was passiert. ムキョウは五大クランが共に守った結果、仮に誰かがセレモニーを利用して性格の力を広めようとしているなら、その人物は高い地位にいることになるが、誰か疑わしいものはいるのかな。本当に性格の存在を知らなかったのか。この七死人がここまであからさまに疑いの目を向けてくるとは本当に驚きだ。気分を害したなら請求列車は丁重に謝罪しよう。だが今は差し迫った状況でな、詳しく調べている余裕がないんだ。これも無境の平和と安定のためと思って、俺たちの懸念を消してもらえるとありがたい。調和セレモニーの性格は、トービー、オムリンス。私たちが無意味な心配をしているだけだと分かれば、私は予定通りステージに立って歌います。サンデー、ロビン、私はずっと君たちの成長を見守ってきたから、その気質もよく知っている。今の君たちは最も信仰心の厚い代弁者と言えるだろう。決意は十分に伝わった。この剣は他とは異なり、
極めて重要だ。メルトさんが心から求めているのであれば、私自ら答えるべきだろう。必要があれば。Was passiert denn jetzt mit Welt dann? Wenn sich Sonntag jetzt so entschieden hat, wie er sich entschieden hat. Da hat er mit Aventurin gemacht hat, ne? Gyoino-Mama-ni. その熱き鉄を彼の舌と手のひらに押し当て、嘘偽りの誓いを口にできないようにしたまえ。始めよう。私が準備すべきものは何もない。はい。質問。あなたは己の神に対して敬虔であり、他のアイオーンを崇拝したことはありませんか？もちろん。あなたは自分自身を愛するのと同じように己の神を愛していますか？また常にその教えを心に留めていますか？もちろん。あなたは己の神が望む道を外れ、その名に背いたことはありませんか？一度もない。あなたは己の神に対して度を越した要求をしたり、創造物としての本分を超えようとしたりしたことはありませんか？一度もない。So, man muss mal, ob er lügt und wann nicht. 最後の質問です。あなたは過去、現在、未来を問わず、すべての約束を果たすと誓えますか？神に誓い、私の言葉に嘘偽りがあった場合、または私が約束に背いた場合、掟に従って呪いを受けよう。祖はあなたの信念を見てそれを認めました。これによって証明でき。待ってくれ。どうかしましたか、ベルトさん。もう一つ答えてもらいたい質問がある。俺の知る限り、ファミリーの平和共存は掟とやらに依存したものではないはずだ。二人が口にしていた神とは本当にシペのことなのか？ベルトさんは分かっているはずだ。ファミリーの者たちは兄弟のように親しく、その人のもで Wenn er keine Harmonie ist, was er da macht, dieses Ritual hier, damit niemand lügen darf. それほど繊細で複雑な学章をデームであるシペ以外に完全に調和させられる神などいるだろうか。完全に調和。問題はそこにある。裏で調和を変えているのは外敵ではなく、その学章からひっそりと生まれた
不協和音だ。遠い昔、この世界にはあるアイオーンが存在していた。ソア、指を動かすだけで銀河の掟を作り、その信徒たちは天外聖火隊を結成し、全宇宙に荘厳かつ崇高な聖火を伝えた。その後、そのアイオーンはなくなり、ソが歩んだ道は調和と衝突して後者に吸収され同化することになった。ミトラティッツ einfach so spontan erwähnen。歌唱は一度静まり、再び聞こえ始めた時にはすでに調和の傘下となっていた。Aeon des Chaos。アイオンが消えても、主のいない運命は残る。万物を包み込む調和の中で、かつての雑音が静かに生じることがあっても不思議じゃない。ベルトさん、鋭すぎるのは良くない。ああ、マン。孤立無縁の時にはね。やはりそうか。私たちの偉業のためだ。サンデー、二人には少し。休んでいてもらおう。Was macht er? なんですって。すみません、ロビン。あなたにだけはすべてを知ってほしくなかった。Ich hab's doch gewusst, ey. Ich hab's sowas von gewusst.私が歌えなくなった本当の理由はそれだったってこと。ピノコニーを覆う影は本当は、私たちは最初から調和の子ではなかったんです。私たちの理想の楽園もシペが作るものではありません。人々の幸福は万人の上に立つ一人が約束するしかないのですよ。掟の中で人間は社会を築く。そして調和の中で私たちは秩序を得るのです。Ich habe das sowieso schon von Anfang an komisch. 信じられない。まさかピノコニーに秩序の残党がいたなんて。Dass irgendwie Harmonie irgendwie gleichgesetzt wird mit einem Traum. Ist irgendwie falsche Harmonie dann, ne? 彼らには一人で運命について考える時間を与えただけです。ああ、マン、そばそん通る。分かってるでしょうけど、それは請求列車を敵に回すことになるわよ。七死人の皆さんを敵に回したとしても、それは私と奥家だけ。しかし、実際にはそこまでは言っていませんよね。皆さんがピノコニーの正義のために奔走していることは、誰もが知っています。Okay, hör auf, um den heißen Brei zu reden und komm zur Sache. Simbosiosa war ich nur Bidokdato Juni. Schikashi, Watashua Anata aus dem Mittel zum Oliver Arimase. Mussiro, Kokonikita Ito Akashimashu. Mosi Tizuga Anta und Skate, Berito Robinson und Kankinste.それを出しに私たちを従わせようとしてるなら、話し合う必要なんてないと思うけど。それは誤解ですよ、姫子さん。彼らは無事です。ファミリーが約束しているように、無教の中では誰も傷つくことはありません。秩序の美しい新世界に属しているから。Viele von diesen Äonen gibt's eigentlich. Am Anfang gab's irgendwie nur so einen für jeden Pfad, der spielbar ist. あまりに多くの無垢の血を見て。Zerstörung.Nichtigkeit, Harmonie, Abundance, ich vergesse mal, wie er auf Deutsch heißt, Überfluss, glaube ich, ne? Es gab nur diese anfänglich, ne? Aber immer wieder tun irgendwie. Die tun immer wieder neue hinzufügen, ne? Irgendwann kam Propagation, ich weiß gar nicht, wie er auf Deutsch heißt. Ist dieser Schwarm hier, dieser Insektenschwarm. Jetzt gibt es Ordnung.Dann gibt es noch eins der Schönheit anscheinend.
そんなことを成し遂げた人はいないわ。姫子さんが興味を持ってくださったなら、こちらも隠さずに話さなければなりませんね。私はかねてより、人々は平和的な方法で互いを理解することができると考えてきました。これから秩序の後人の志をありのままに伝えますので、それを聖宮列車ピノコに、そしてこの宇宙に対してより判断を下す材料にしていただければと思います。Aber ja, wer hätte es gedacht, der Typ ist böse, ne? Wer hätte das gedacht? Große Überraschung, ne? Ich hab's von Anfang an schon gewusst. Ach man. ピノコニーの無境の一角ではなく、私の心の中の世界。目の前の景色が変わらないのは、皆さんの意識が類似した概念を抽出して保管しているからです。Du hast uns eingesperrt? ベルトにも同じことをしたの。これは一種の直。Dass du Welt dasselbe angetan hast?Was? So ein komischer Satz. Oder was Sparkle mit uns gemacht hat? Weil sie uns hypnotisiert hat. Eine Stirn gefasst und wir sind umgekippt. では次に大画面を見ていただけますか。私たちの歩んできた道はここから始まります。ここから皆さんには私が経験した数々の選択の一部を見ていただきます。共に苦境を味わった後は皆さんにも私の考えをある程度理解してもらえるかと。では始めましょう。一つ目の選択は、muss ich mich entscheiden, ob ich den freilasse oder nicht? これは私とロビンが子供の頃に起きたこと。私たちは性格の災いの被害者でした。そしてファミリーのゴフェルさん。後のピノコニーの夢の主となる人物が身寄りのない私たち兄弟を見て引き取ってくださったのです。その後しばらく私とロビンは比較的気楽な時間を過ごしました。しかしある日の夕食後、私とロビンはゴフェルさんの庭で偶然にも孤独なハーモニービジョンのヒナを見つけたのです。そのひな鳥はとても小さく、まだ羽も生え揃っておらず、歌も歌えませんでした。私たちが見つけた時、そのひなは草むらの中で息も絶え絶えになっていたので、おそらく親鳥に見捨てられたのでしょう。私たちはすぐにクッションを持ってきて、その上でひなを休ませようとしました。しかし、よく考えてみると、その年の冬は寒さが厳しく、夜になると庭には強い風が吹きすさび、多くの毒虫や野生の動物が出没していたのです。ひな鳥を庭に置き去りにすれば間違いなく春まで生き延びられません。そこで私はそのひな鳥を連れ帰り、窓のそばの棚で休ませ、ゴフェルさんに鳥籠を作ってもらうことにしました。私たちはひな鳥が自力で空を飛べるようになったら再び空に返そうと約束しました。しかし残念なことに、その鳥の運命は私たちの知らないうちにすでに決まってしまっていたのです。
その雛鳥の結末は私たちの選択にかかった。Ja, wir sehen aber, wir haben ja gesehen, was da passiert ist, ne? さて、この選択の権利を皆さんに委ねましょう。Wir haben sich um den gekümmert, aber dann ist der rausgeflogen, ist direkt gestorben, ne? あなたたちはどのような選択をしますか？私たちの最初の案を採用して、クッションをヒナのベッドにしてあげますか？それとも鳥かごを作って暖かい家の中で可愛がってあげますか？あなたたちの答えを楽しみにしています。Okay. Lass mich hier noch mal kurz umschauen. Walk of Fame. Ich kann hier wieder raus, ne? Zur Not. Ups. Ich wollte einfach nur gucken. Auf jeden Fall kann ich hier zurück und die anderen Dinger jetzt endlich mal besuchen, bevor wir weitermachen. Dann muss ich erst durch das ganze Ding hier durchspielen. Also würde ich wahrscheinlich erstmal das machen, bevor wir weitermachen, ne? Einfach nur um zu gucken. Warte mal, ich habe 10 Dinger, ne? Da. Ich habe noch nie mit denen geredet, ne? Egal. Interessiert mich jetzt nicht. Ups. Ja, such alle meine Vögel, ich weiß. So, weil ich jetzt 10 gefunden habe. Ich will einfach nur sehen, ob man schon zu dem nächsten Ding hingehen kann. Das war's. Mal zu gucken, was diese Dinger da zu bieten haben, ne? Ne, ich muss weiter in der Story machen. Na gut. Da ist halt, ne? Na gut. Dann gucken wir mal. So, ich soll mit den anderen hier reden. Karea, was ist das? Du bist ein bisschen mehr mit deinem. Tada, noch ist mein Game. Na, das ist gut. Ich bin ein bisschen mehr mit deinem. 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 別にこれといった理由はないの。ただどの雛鳥にも空を飛ぶ権利はあると思って。でもその時まで生き延びられなかったら話にならないでしょう。Ich tendiere ehrlich gesagt zu einem Vogelnest, wenn ich ganz ehrlich bin. あの人の意図はよくわからないけど、質問だけを考えるなら。Okay.Ich habe keinen Einfluss darauf, ob ich den glaube oder nicht, ne? Ja, es ist halt der Lauf der Natur, ne? Indem wir einen Käfig bauen, spielen wir Gott. Okay. Stimmt, das ist ja nur ein kleiner Vogel, ne? Käfig bauen.
ich kann mich ja trotzdem um den Vogel kümmern, ne? Ich könnte mich ja trotzdem um den Vogel kümmern, während er im Nest ist, ne? Also was? Ja. Wird ja am ersten Plan festhalten und der Harmonitor bei den Ort, wo sie viel ein Nest aus weichen viel ein Nest aus weichen Netz zu bauen. Ja. Lass mich raten, so oder so. Was ist denn das für ein Garten? Ja, wenn ich ihn aber in den Käfig einsperre, wird er nie lernen zu fliegen und stürzt aus dem Fenster. Wetten hat auch egal. Welche Entscheidung ich getroffen hätte, sowieso sterben würde. Das ist ja eine dieser Fangfragen, ne? ちなみに、タクオンとは無教の住民の戸惑いや迷いに耳を傾け、彼らにふさわしい導きを与える王家特有の役職のことですね。私が無教の各方面からの声を聞けるようになったのも、その頃でした。 喜び、憂い、傲慢、後悔。そこには複雑な人間性が織りなす世界があり、私は幸いにもその一端を垣間見ることができたのです。それは一人の夢追い人であり、密航者でもありました。他の人々と同じように、彼は素晴らしい生活に憧れを抱いてピノ国にやってきた。 しかし、彼が支払った代償は普通の人間にとってはまさに全てを投げ打つと言えるようなものでした。彼は私に家にある売れるものは全て売ったと言ったのです。家、そして2人の子供も自分には子供を養えないが 奴隷になれば少なくとも食べてはいけると話していました。彼は計画も立てていました。財を成した後、子供たちを買い戻し、ピノコニーの美しい夢を共に楽しむという計画を。しかし残念ながら、彼の目は少々ずさんだったため、頑固なハウンドたちに。Du hast gesagt, du willst ihn nicht verfolgen lassen, ne? Er hat gefragt, dass er nicht verfolgt wird. そうすれば彼は安心して暮らせるようになると思ったからです。ですが、私の考えは浅はかだった。この独りよがりの決断が後に苦い結果をもたらすことになるとは思いもしませんでした。 答えを明かすのは後にしましょう。さあ、皆さん、選択してください。私と同じような決断をして追跡を中止するようハウンドケを説得することで、その夢追い人を生き延びさせ。それとも沈黙を貫き、運命の審判が下されるまでハウンドに彼を追わせ。 Mein Gott. Hör auf, mir solche moralische Fragen zu stellen. Das ist wie so eine blöde Trolley-Frage hier. So, keine Ahnung. Hier ist halt nochmal. Eine Person liegt auf den Schienen und ein Zug fährt drauf. Oder nee, vier Personen liegen auf den Schienen und ein Zug fährt drauf los, ne? Tust du die Schiene wechseln, aber dafür
in die Richtung einschlagen lassen, wo nur eine Person dranhängt, oder lässt du die anderen vier Leute überfahren? Wie entscheidest du dich, ne? Ich hasse diese Frage. Gut, aber wie ich auf diese Frage antworte, das werden wir im nächsten Part sehen, ne? Und ja, was unsere Leute dazu zu sagen haben, werden wir auch herausfinden. Mein Gott, wie klein sie ist. So. Okay, na gut. Wir machen weiter in der nächsten Folge, ne? Und stellen uns hier die Fragen von Sonntag, ne? Gut. Alles klar, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich voll freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.